Hallo mein Lieben, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute gibt es leckere Quarkbrötchen ohne Hefe. Sie gehen rucki zucki, ganz schnell und einfach und wir brauchen wirklich nicht viele Zutaten. Was wir genau brauchen für 8 von diesen leckeren Brötchen, erzähle ich euch gleich. Und ihr könnt auch gerne in die Infobox schauen, da steht das ganze Rezept, könnt ihr gerne nachlesen. Wir brauchen jetzt zum einmal etwas Quark, dann Eier, Zucker, weiche Butter, Salz, Mehl und noch etwas Weinsteinbackpulver. Und dann war es das auch schon, also wirklich nicht viele Zutaten. Und wir legen gleich los. Ihr könnt euch den Backofen schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Das habe ich schon gemacht, meiner läuft schon und heizt hoch. Und ihr könnt euch auch schon mal ein Backblech mit Backpapier belegen. Das habe ich auch gemacht, das steht da hinten schon mal startklar da. Und jetzt machen wir den Teig und der geht wirklich sowas von easy und rucki zucki. Wir geben als allererstes 250 Gramm Quark in den Mixtopf. Ich habe jetzt Speisequark mit 20% Fett genommen. Wenn ihr mögt, könnt ihr aber auch einen Magerquark nehmen. Dann 2 Eier, 20 Gramm Zucker, eine Prise Salz und 30 Gramm weiche Butter in Stücken. Also holt sie euch gleich am Anfang raus aus dem Kühlschrank, damit die Butter Zimmertemperatur annehmen kann und schön weich wird. So, und das vermischen wir jetzt erst einmal, und zwar 5 Sekunden auf der Stufe 4. So, danach einmal alles mit dem Spatel vom Rand runterschieben und 250 Gramm Mehl dazugeben. Da wir keine Hefe verwenden, geben wir ein halbes Päckchen Weinsteinbackpulver dazu. Das ist ganz praktisch. Ich hatte nämlich noch ein halbes angefangenes. Das kann ich jetzt aufbrauchen. Das ist wirklich sehr schön. Und jetzt wird der Teig nur noch kurz verknetet. Und zwar 5 Sekunden auf der Stufe 3. So, der Teig ist fertig. Ich zeige ihn euch mal, er sieht so aus. Den müssen wir jetzt aber noch einmal mit dem Spatel etwas unterkneten. Und hole ihn mir raus auf meine Arbeitsfläche. Dazu bereite ich sie mir aber noch ganz kurz vor. Ich zeige euch gerade noch mal den Teig. So sieht er aus. Wie gesagt, ich mache mir jetzt hier kurz Platz. Bereite mir meine Arbeitsfläche vor, gebe ein bisschen Mehl drauf und dann hole ich euch wieder dazu. Also unbedingt dranbleiben. Bis gleich! So, meine Arbeitsfläche ist vorbereitet. Ich habe die Silikonmatte hingelegt, sie mit etwas Mehl bestäubt, mein Blech mit dem Backpapier hergeholt. Und jetzt werde ich den Teig einmal aus dem Mixtopf holen. Ich mache es jetzt ganz einfach. Ich schütte alles komplett mit Messer einmal raus. Ich glaube, das geht am einfachsten. Genau, und das bisschen, was jetzt hier noch im Topf hängt, löse ich mit meinem Spatel. So, schaut mal, der Mixtopf sieht so aus. Jetzt noch das Messer rausholen. Und den Teig etwas vom Messer lösen. So, nun werde ich den Teig einmal noch kurz durchkneten. Ich glaube, ich nehme dazu meinen schönen Schmuck lieber ab. So, falls er zu klebrig sein sollte, könnt ihr ruhig noch mal etwas Mehl dran geben. Aber ihr wisst vielleicht, dass Quarkteig meistens etwas klebriger ist. So, und ich gebe noch etwas Mehl drauf und forme ihn leicht zu einer Rolle und teile ihn jetzt in 8 Stücke.
und forme jetzt die Stücke mit bemehlten Händen zu Brötchen. So, so sehen sie jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und setze sie auf das vorbereitete Blech. Und das mache ich jetzt mit jedem Stück so. Hände leicht bemehlen und die Stücke zu Brötchen formen. So sieht das Ganze jetzt erst einmal aus. Das bleibt aber nicht so. Ich mache gleich weiter, muss mir aber jetzt hier erstmal die Arbeitsfläche freiräumen, dass ich mein Blech schön hinstellen kann, damit ihr es sehen könnt. Und dann zeige ich euch, wie wir weiter fortfahren. So, jetzt werden wir die Brötchen noch mit etwas Mehl bestäuben. Könnt ihr ruhig ein bisschen mehr Mehl drauf geben, weil wir müssen sie noch etwas flach drücken. Weil sie jetzt zu kugelig sind, so einfach ein bisschen mit den Händen flach drücken. So, dass sie wie so kleine Fladen aussehen. Könnt ihr auch noch mal Mehl drauf geben, falls euch zu wenig erscheint. So, und jetzt mit einem scharfen Messer einschneiden, wenn ihr wollt. Wenn nicht, könnt ihr sie auch so lassen. Etwa 1 cm tief einmal einschneiden. Wenn es zu arg klebt, das Messer einfach in Mehl tauchen. So sehen die Quarkbrötchen jetzt aus. Die kommen jetzt in den Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich werde sie auf die zweite Schiene von unten geben bei mir im Backofen und werde sie ungefähr 20 Minuten backen, bis sie schön goldbraun sind. Also bis gleich. Ja, meine Lieben, die Quarkbrötchen ohne Hefe sind somit fertig. Schaut mal, ich habe sie ungefähr vor 5 Minuten rausgeholt. So sehen sie aus. Ich hoffe, die Kamera fängt es gut ein. Sie waren bei mir jetzt allerdings 5 Minuten länger drin. Also nach 20 Minuten waren sie mir persönlich noch viel zu hell. Deswegen habe ich sie einfach noch ein bisschen länger drin gelassen. Und jetzt haben sie so eine schöne goldbraune Farbe bekommen. Sie duften richtig, richtig lecker. So voll nach Butter. Richtig schön butterig. Also dass man sofort Lust bekommt, eins aufzuschneiden, mit Marmelade zu bestreichen und reinzubeißen. Und ich werde jetzt euch eines mal aufbrechen. Sie sind noch richtig, richtig warm. Eigentlich sind sie noch ziemlich heiß. Ihr seht, wie es dampft. Ich wollte euch aber zeigen, wie schön fluffig sie sind. So sehen sie aus. Ihr seht, wie sie dampfen. Ich hoffe, die Kamera fängt es gut ein, damit ihr es gut sehen könnt. Ja, ich lasse sie jetzt noch auskühlen, natürlich, weil sie sind wirklich noch sehr, sehr heiß. Und dann freue ich mich, wenn wir uns drüber hermachen können. Ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Probiert es unbedingt aus und lasst mir wieder Feedback in den Kommentaren da. Ja, und falls ihr Lust auf weitere Rezepte habt, schaut auch sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!